hat das Wort für die AfD-Fraktion Bernd Schattner. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ja, Frau Spalek, es ist schon ganz wunderbar, was Sie als Erfolg dieser Koalition verkaufen. Wir hatten es gestern mal zufällig durchgerechnet. In diesen 3 Jahren sind jeden Tag 7 Höfe gestorben. 7 Höfe weniger jeden Tag dank Rot-Grün. Vielen Dank dafür. Und heute erleben wir eine Besonderheit. Dieser Antrag ist ja der einzige mit Aussprache, der es heute überhaupt auf die Tagesordnung geschafft hat. Und was sagt uns das? Nun erstmal, dass weder die Ampel noch die CDU ein Interesse daran hat, dieses Land voranzubringen. Sonst hätte man ja nicht nahezu alle Anträge von der Tagesordnung genommen. Es sagt uns aber auch, dass es zu diesem Antrag eine große Einigkeit geben muss. Und das verwundert doch sehr. Bei diesem Antrag geht es um die sogenannte Höheverordnung, die eine partielle Bundesrichtlinie zur Vererbung von landwirtschaftlichen Familienbetrieben in Deutschland regelt. Pünktlich zur Grundsteuerreform, die alle Grundstücke in Deutschland neu bewertet, wird die Aussicht von Junglandwirten mit leistbarem finanziellen Aufwand, ihren elterlichen Betrieb zu übernehmen, wieder schwieriger. Diese Resterampe der Bundesregierung fordert, den Grundsteuerwert auf 60% zu schätzen. Wir dagegen stellen die Forderung, den Grundsteuerwert des Hofes auf lediglich 40% zu schätzen, um den potenziellen Hofnachfolgern und Junglandwirten eine bessere finanzielle Planbarkeit bei der Hofübernahme zu geben. Denn an dieser Stelle ergibt sich für mich die Frage, warum dieses Gesetz überhaupt ausgerechnet heute behandelt werden muss. Wie viele Grundstücke würden dann überhaupt schon neu bewertet? Glaubt man den Aussagen der Finanzämter, so sind gerade einmal 25% aller Grundstücke aktuell neu bewertet. Wäre es da nicht viel sinnvoller gewesen, man hätte abgewartet, bis die Bewertung tatsächlich abgeschlossen ist, konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen und dann eine Entscheidung getroffen wird? Apropos Entscheidung. Wenn heute schon eine Entscheidung getroffen werden soll, warum dann nicht eine konservative für Bäuerinnen und Bauern? Eine 40%-Belastung würde diese wesentlich mehr entlasten als aktuell vorgesehen. Aber lieber versteckt sich die CDU hinter ihrer Brandmauer, als dass eine echte konservative Mehrheit in diesem Haus von Union, FDP und AfD etwas Gutes für unsere Landwirte umsetzt und für unseren Antrag stimmt. Da aber sowieso nahezu alle Tagesordnungspunkte abgesetzt wurden und der Bundestag nahezu arbeitsunfähig bis Anfang März sein wird, sollte sich jeder Wähler nun überlegen, ob er einer möglichen Regierung aus Schwarz, Rot oder Grün die Stimme gibt. Denn eins ist klar, während die ehemalige Ampelkoalition und die Union den kompletten Arbeitsplan des Bundestages ignorieren und keine eigenen Anträge mehr einbringen, sind wir die einzige Partei, die arbeiten will. Die AfD will weiterhin Politik für Deutschland machen. Denn gerade jetzt wäre die Zeit dafür gekommen, Anträge der echten Opposition zuzustimmen und den Bürgern in Deutschland wieder Hoffnung zu geben. Hier ein paar Beispiele, wie es allein in dieser Woche möglich gewesen wäre, die Wirtschaft zu stabilisieren sowie eine zukünftige günstige Energieversorgung zu gewährleisten. Forderungen wie Abschaffung der CO2-Steuer von der Tagesordnung genommen. Abschaffung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes von der Tagesordnung genommen. Wiederaufnahme der Atomkraft von der Tagesordnung genommen. Allein durch diese Beschlüsse hätten wir die Rezession bekämpfen und den Wohlstand in unser Land zurückbringen können. Aber warum kann man diesen Anträgen nicht zustimmen? Richtig, weil sie von der AfD kommen und die CDU ja ihre Brandmauer hat. Liebe Kollegen der CDU, vielleicht eine naive Frage. Mit welcher Fraktion im neuen Bundestag wollen Sie eigentlich eine neue konservative Politik im Land machen? Ich weiß, Herr Merz möchte gern die Grünen. Das ist ja sein Wunschpartner. Aber wo bitte ist diese Partei konservativ und wo denkt diese Partei an die deutschen Bürger? Immerhin 20% in diesem Land denken zum Glück anders und es werden täglich mehr. Wenn man als Bürger dann noch immer nicht mitbekommen hat, wer hier die wahren Demokratiefeinde sind, der ist entweder blind, taub oder sitzt auf dieser Regierungsbank. Meine Damen und Herren, in den 3 Jahren unter der vergangenen Regierung wurde erreicht, dass man in Deutschland zwar einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann, aber für seine freie Meinung gestraft wird. Darauf können Sie wirklich stolz sein. Wir freuen uns auf den 23. Februar. Ich bedanke mich bei meiner Fraktion für die gute Zusammenarbeit in den letzten 3 Jahren und freue mich darauf, wenn wir in doppelter Stärke hier wieder neu einziehen. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Sebastian Fiedler.